Ihr wollt wissen, wann ich auf Höhlenforscher umgestellt habe? Dann bleibt dran. Tag auch, wie ist es euch? Ich bin der Sven und wir spielen heute eine weitere Runde Satisfactory. Was haben wir heute vor? Käffchen? Und dann könnten wir mal gucken, erstmal, was wir als nächsten Meilensteinpunkt da hätten, den wir mal angehen können. Und dann wollte ich so ein bisschen Vorbereitung machen, um vielleicht mal das Eisenerz da hinten zu schnappen. Ich glaube, müsste da gewesen sein, ja. Ja. Genau, da sind zwei, da sind drei Knoten. Und dort würde ich gerne eine etwas effizientere Fabrik hinbauen. Für die ganzen Anfangs-Items, damit wir da alles hinkriegen, damit wir das hier ein bisschen ordentlicher machen können, weil das hier ist immer noch Spaghetti wie sonst was. Fangen wir direkt an, würde ich sagen. Wo geht's runter? Da. Mal gucken, wie weit wir kommen. Gestern Abend noch mal ein bisschen ausprobiert, die Rotoren etwas zu beschleunigen. In meinem Koop-Spiel mit dem Kumpel. Das ist eine sportliche Sache. Auch da wieder irgendwie 2 oder 3 Stunden dran gesessen. Würde ich hier gerne auch mal machen, aber das ist halt zeitlich echt schwierig. Fahrzeuge, Transport. Okay. Fortgeschrittene Stahlproduktion. Da kriegen wir den Spaß, den wir dann nachher in den Dings reinwerfen müssen, in den Weltraumlift. Hypertubes. Ja, dafür brauchen wir die Dinger. Und das. Okay. Und da hätten wir den Spaß. Also, wir sollten erst auf fortgeschrittenen Stahl gehen. Okay. Das kriegen wir hier schnell zusammen. Die Frage ist, wie schnell. Also, komm, den wählen wir aus. Dann schmeißen wir die schon mal da rein, das da rein. Das da rein. Die kommen da rein. Bevor das jetzt hier alles rausgelaufen ist, vielleicht habe ich Glück, dann haben wir die 400 nämlich auch schon. Ach, guck mal. Ich schmeiß dann die direkt da rein. Rennen vor der Wand. So, alles da rein. Jetzt brauchen wir noch 3 von denen. Das geht ja auch relativ zügig. Die können wir da oben wegholen wahrscheinlich. Und von denen, was brauchen wir denn dafür? Die und 12 Stangen. 25 Stück. Gehen wir da oben hin. Vielleicht kriegen wir den sofort fertig. Das wäre doch super. So. Wahrscheinlich muss ich auch noch mal ein bisschen was am Strom machen. Ist ja immer so ein Thema hier. Na gut, wir haben im Moment ordentlich Überkapazität. Müssen wir mal gucken. Falls ich im Moment so ein bisschen planlos wirke, ja, ist richtig, bin ich. Kommt schon mal vor. Aber ist ja nichts Schlimmes. Wir schaffen das alles hier, ne? Ja, so. Dann holen wir uns da die Stangen raus. Hatten wir jetzt eigentlich hier? Nein, hatten wir nicht. Aber setzen wir uns eben hin. Eine Werkbank, für die uns Platten fehlen. Aber wir haben ja hier Platten rumliegen. Das ist doch praktisch. Und jetzt setzen wir die mal da hin und gucken mal. Oh, das sind viele Dingelei, Schläge, Bumse, Gedönse. Ja, wobei immer vielleicht im Zweierpack. 25 brauchen wir, ne?
Jo. Ja, guck mal an, das geht doch. Zügig. 10 haben wir schon. Dann kriegen wir den Rest ja auch schnell hin. Da hätte ich nicht gedacht, dass wir so schnell so einen Meilenstein freischalten können. 26, da haben wir doch schon genug. So. Zack. Ernsthaft, das war zu hoch? Mann, 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 dieser Fallschaden geht mir buchstäblich auf die Nüsse. Gut, schlechte Witze lassen wir dann erstmal wieder, ne? Und tschüss. Milestone reached. Long range transportation, as well as the construction of outposts, is now encouraged. Vehicle stations have built-in functionality to refuel and restock or collect parts. Okay, wir können jetzt LKWs bauen. Wo haben wir sie denn? Und so LKW-Stationen. Da können wir Sachen reinschmeißen. Und dann wird er damit beladen und fährt automatisch zum nächsten. Blöde ist, man muss den Weg genau vorgeben. Das heißt, einmal aufnehmen und so. Kann man mit so einem Schlepper da rumfahren. Aber die sind recht teuer, die Dinger. Und nicht so nützlich, wie man meinen könnte. Allerdings, um zum Beispiel Kohle hier hochzukriegen, wäre das gar nicht so verkehrt. Da fällt mir ein, wir haben jetzt Schwefel und Kohle da unten. Ne? Das heißt, wir könnten doch... Hey, wie sah denn das da unten aus? Wir könnten noch ein bisschen... Mom, hallo, sag mir mal was. Guck mal, da war auch irgendwas fertig. Wir können irgendwas mehr machen. Mann, ich habe seit gestern wieder alles vergessen. Ja, Wahnsinn. Die 2000 haben wir doch auch schnell hier vorne. Dann können wir nämlich das hier direkt erforschen. Da sind wir noch lange nicht. Eieiei. Na komm. 2000 brauchen wir. Die haben wir da vorne rumliegen, definitiv. Das haben wir definitiv nicht. Da wären wir auch relativ zügig mit dran. Dauert aber auch 5 Minuten. Das sind so Dinge, die 3 Sekunden dauern. Was haben wir denn hier? Nee. Nee. Nope. Ah, das war unser Problem, genau. Wir haben noch keine Stahlproduktion. Wir müssen mal langsam in Richtung Stahl gehen. Ja, das lassen wir. Gut, aber die 2000 Drähte, die können wir uns holen. Wenn wir nicht überall gegenrennen oder hier so einen Quatsch machen. 1, 2, 3, 4. Yep. Dann schauen wir mal, wo war's? Da. Zack. So, dann forsch du mal, Kollege. Lecker. Genau. Wir könnten uns 3 Miner machen und schon mal da hinten hinstellen. Wir haben 3 Miner im Inventar. Wir brauchen uns gar keine machen. Hallo? Da. 3 Stück. Oder wir machen noch 2 dazu. Dann haben wir 5. So. 1. 2. So. Dann können wir nämlich die... alle 5 Quellen da... erforschen. Fehlen uns noch ein paar Kabel. Das geht. Ey, wir hätten so alles da für den ganzen Kram hier. Wahnsinn.
Habe ich nicht mit gerechnet. Was ist denn hier? Okay. Wenn ich mir noch zwei Konstruktoren dazu nehme, könnte ich tatsächlich diese komische Fabrik bauen. Also das wird heute nichts, aber das wäre so der Plan, den wir hätten. Schauen wir mal. Wir brauchen Kabel. Kabel haben wir da vorne. So viel weiß ich noch. Kabel sind auch voll. So, jetzt sind wir voll mit Kabel. Dann gehen wir doch mal hin. Schmeißen, was wir da an Alien-Organen und so haben. Also alles, was überflüssig ist, wieder in unsere Kiste hier rein. Das brauchen wir gerade nicht, das brauchen wir nicht, das brauchen wir nicht. Das können wir auch wegtun. Das ist Quatsch, dass wir das sammeln. Jetzt können wir mal beiseite legen. Die 50 tun wir auch mal weg. So. Die schnappen wir uns aber, dann können wir die zusammen. Hallo? Okay. Die können wir hier reinlegen, weil kann man immer mal hier gebrauchen. Die Geschenke auch. Übertakten könnten wir den ganzen Spaß, müssen wir aber nicht. Spule haben wir, das haben wir. Wir brauchen mehr Beton. Damit können wir ein paar Bänder machen. Beton, guck mal. Da haben wir auch Beton. Ach nee, der geht ja in die Richtung weg. Ja, aber das ist kein Problem. Dann schnappen wir uns 100 hier raus. So. Und dann auf in die Richtung, würde ich sagen. Das Praktische ist, wir haben ja schon quasi unseren Strom da hingelegt. Also einen großen Teil davon. Da oben ist nämlich so ein Knoten und wie gesagt, da vorne. Und da ist noch eine Höhle mit Mycelium, das könnten wir uns vielleicht auch noch holen. Nee, wir könnten so ein bisschen auf Erforschung gehen und uns Quellen sichern. Gucken, was wir hier so haben. Das ist doch ein guter Plan, oder? Erstmal gucken wir hier. Ach, hier sind sogar 4 Knoten. Ich habe gelogen, wir hätten einen mehr gebraucht, weil da sind 2 und hier sind 4. Ja, Mathe war noch nie so meine Stärke. Gucken wir mal eben nach. Also hier waren 4. Und dann machen wir 2 dazu. Sind 6. Wahnsinn. Ja, jetzt bin ich mir auch sicher. So. Nehmen wir uns erstmal das, was hier drauf liegt, weg. Und dann wird das hier alles schön zubetoniert. So, da. Fangen wir das am besten an. Fundamente. Ne, machen wir die großen. So. Okay, da haben wir jetzt schon mal eine Plattform dafür. Dann machen wir den Spaß hier einmal zu.
Und dort setzen wir direkt einen drüber. Genau. Na, komm. Wieder hoch. Nein, wir kommen dann so nicht hoch. Aber wir kommen da hoch. Das ist ja praktisch. So. Da, da. Da, da. Dann haben wir doch auch schon fast unseren Betonverbrauch, den wir mitgenommen haben. Ist das nicht toll? So, nee, da geht es immer noch nicht hoch. Immer noch nicht. Gehen wir mal hier hinten rum. Produktion. Meiner. In welche Richtung wollen wir den denn laufen lassen? Wollen wir den in Richtung unserer Basis haben oder lieber in dieses Tal hier rein? Gucken wir mal eben. Da ist schon ein guter Platz, um irgendwas hinzubauen. Jetzt schauen wir uns nochmal an hier. Jo, das gefällt mir. Wo ist hier der zweite Knoten? Moment, hier war doch noch einer. Sag mal. Habe ich mir das jetzt so zugebaut, dass ich das nicht mehr finde? Da ist mitten drauf, Kollege. Ah, jetzt findest du auf einmal, oder was? Okay, kriegen wir hin. Moment. Fundament, da. Dann, nein, da. Du willst mich doch veräppeln hier. Kein Thema. Auch das schaffen wir. Zwar nicht so wie geplant, aber wir schaffen es. Da hängt. So. Zack. Ich dachte immer, die schaffen bis zu 4 Meter von den Dingern. Naja. Was soll's. Einmal wir durch die Gegend klicken, dann passt das schon. Ja, das kriegt er hin. Okay. Sei dir gegönnt, Kollege. Aber so, zu teuer. Nett. Ich gehe mal Beton holen, ne? Wobei, kriege ich erstmal eben so einen Strommast hier hin? Weil Strommast kostet nicht viel. Leitung zu lang. So, und du kommst einfach hier auf die Ecke, genau. Ein da dran, ein da dran, dann könnt ihr beide schon mal loslegen. Und dann wieder darüber rennen. Oh, dann müssen wir jetzt einmal bis ganz in die Ecke, damit wir an unserem Beton rankommen. Aber auch das haben wir gleich. Ist ja kein Problem. Der macht ja hier ordentlich. Was habe ich eigentlich hier drin? Mit dem Kollegen. Ach so, das war. Ja. Guten Morgen. Läuft bei mir. So, da läuft Eisen. Das können wir dann nämlich hier auch noch mal schön verwursten. Wenn wir soweit sind. So. Dann nehmen wir mal. Sortieren, alles nehmen, passt.
sortieren. Die Sortierung zwar immer noch nicht verstanden, wir eigentlich... Ach, guck mal. Dann gehe ich noch Platten holen. Oder wären Stangen besser? Nee. Platten. Oh, das könnten wir auch liegen lassen. Ich gehe mal da hoch. Dann holen wir uns nämlich Platten und Stangen und legen den Kram, den wir gerade nicht brauchen, da in eine kleine Kiste neben unsere Dengelbank. Dann wissen wir davon morgen nichts mehr, aber was soll's? Dann gibt es immer was zu erkunden. Das, das, das und das. Und den brauchen wir nämlich auch nicht. Und das Erz hier brauchen wir schon lange nicht. Guck mal. Jetzt gehen wir hier dran. Nehmen uns... Was nehmen wir denn mal? Wir haben noch 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Komm, machen wir doch 4, 4. 1, 2, 3, 4. Das ist gar nicht so clever, 4, 4 zu machen. Weil ich habe noch drei meiner, mir fehlt noch einer. Dann haben wir so, so. Und dann basteln wir uns mal eben, damit wir nicht wieder bis da hinten in die Ecke müssen. So einen Kollegen hier hinten. Na, sag mal, andersrum. So, danke. Einen hätten wir noch gerne. So, dann schaffen wir das doch auch da. Hier eigentlich mal... Nein, habe ich nicht. Ich hätte mir da mal eine Leiter hinsetzen sollen. Hätte ich wenigstens wieder was zum Runterfallen. Ich habe echt keine Ahnung, was ich für ein gestörtes Verhältnis zu Leitern habe. Wo das herkommt. Aber gut. Es ist witzig. Ich finde ja irgendwelche Viecher witziger, die auf Felsen hängen und mich nicht angreifen können, weil sonst würden sie ja runterfallen. Aber gut. So ist das halt, ne? So, jetzt sind wir auch fast schon wieder da. Dann schmeißen wir mal dort irgendwo einen Miner drauf, der aber bitte in diese Richtung guckt. Und hier müsste... Hier war doch... War hier nicht noch ein? Jetzt hier das gleiche Problem. Sag mal, Leute. Genau mitten auf dem Knoten hier. Ja, komm. Auch das schaffen wir. So. Und der geht auch in die Richtung. Ist doch wunderbar. Dann schnappen wir uns den Kollegen, packen ihn hier hin. Und einmal da Strom dran und einmal da Strom dran. Und warum habe ich... Ja. Das gefällt mir auf jeden Fall nicht. So. Was machst du eigentlich hier? Du bringst 30. Dann bringst du auch 30, gehe ich von aus. Genau. Du bringst 30. Ich habe so eine Vermutung. Du bringst auch 30. Damit hätten wir hier schon mal 120 zusammen. Das ist doch ganz nett. So, jetzt gehen wir da drüben hin. Ist auch noch Beton. Hinter dem Felsen ist, glaube ich, Kupfer.
Sind wir da nicht mal rumgelatscht, als wir hier angekommen sind, ganz am Anfang, erste Folge? Hatte ich hier echt schon alle Viecher weggemetzelt? Nicht schlecht. Habe ich nicht mit gerechnet. So, weg damit. Weg damit. So. Woran orientieren wir uns denn hier? Egal. Habe ich gar nicht drauf geachtet, ist das hier. Was ist denn das? Kann ich so nicht sehen. Schade, aber auch. Werden wir ja gleich sehen. Wenn wir den Miner da drauf haben. Dann wissen wir, wie rein der ganze Quatsch hier ist. So. Dich drehen wir. So, gerade runter. Machen wir so. Dich auch. Dann kommt einmal Strom hier hinten in die Mitte. Von da aus darüber. Und dich hätten wir gerne dann nochmal. Ja, das ist zu viel, ich weiß. Aber ich hätte das gerne so. So. Und jetzt ist das zu lang. Bringen wir so rüber. Oder kriegen wir den da? Nein. Oder doch? Nein. Oder Leitung zu lang, verdammt. So. Guck mal einer an. Dann schnappen wir uns mal hier den Spaß. Und dann würde ich sagen, gehen wir für heute nochmal hier in die Höhle rein. Langsam und vorsichtig. Schnappen uns an Zeugs, was wir kriegen können. Die Bohne hat wieder Schluck auf, das ist auch schön. So, das ist eine Menge Mycelium. Mycelium ist gut, braucht man nämlich, passt. Was haben wir hier? Irgendwo sind hier nämlich auch Spinnen drin. Das heißt, es wäre cleverer. Habe ich nicht gerade schon was gehört? Die Viecher sind echt eklig gemacht. Aber egal. Können wir das nämlich auch erforschen? Ich hör dich doch. Und jetzt sehe ich dich auch. Na, bist du? Da bist du. Hallo. Hallo. Ach, ihr seid recht zu zweit da. Guck mal.
Aber wo höre ich sie? Oh Mann. Das ist halt echt creepy, wenn du die Viecher hörst, aber dann nirgendwo findest. Hängt wahrscheinlich wieder irgendwo auf dem Felsen und kommt nicht vorbei oder so. So rum. Das ist doch schon eine Menge Zeug hier. Oh. Kalkstein brauchen wir schon mal nicht mehr. Das Erz auch nicht. Dann können wir nämlich mehr mitnehmen von dem Zeug. Die Nüsse können wir auch mal dazu packen. Dann haben wir noch mehr Platz. So. Das ist doch ganz gut. Ein bisschen Höhlenforschung ist ja auch immer was Schönes. So. Irgendwo war hier auch wieder so ein Summer's Loop oder wie die Dinger heißen. Können wir zwar noch nichts mit anfangen, aber... Das ist ja egal. Hauptsache, wir haben es erstmal. Oh, verdammt. Sind wir schon wieder so voll? Tatsache. Und zwar kann das weg. Ja. Das ist eine Höhle, da können wir noch ein paar Mal rein. Da oben ist das Ding, was ich meinte. Das holen wir uns gleich. Aber einmal gucken wir uns hier die Wege an. Da ist nämlich auch noch ein Ausgang, glaube ich. Und wir kommen damit praktischerweise direkt hier an. Oh, das ist eine schöne Abkürzung. Natürlich habe ich jetzt... Das war nicht sehr clever. Komm, das bisschen tut nicht weh, aber dann sehen wir besser. Das ist wirklich eine schöne Abkürzung, um da hinten hinzukommen. Sofern wir da unten einen halbwegs vernünftigen Weg finden, wieder raus. Mit den deutschen Grammatik ich nichts gut haben. So, jetzt erstmal hier hoch. Zu dem Kollegen. Hallo. So, dann ist der auch leise. Da lang, da lang. Und hier wieder runter. Und da waren wir gerade, glaube ich. Dann geht das hier raus. Guck mal, und dann sind wir schon wieder da. Ja, das ist doch schön. Da haben wir doch einen guten Weg gefunden. Also in der Höhle ist noch ein bisschen was los. Wir haben hier schon mal unsere Miner hingestellt. Klasse. Dann schauen wir mal, was unsere Forschung macht. Die war doch irgendwie 5 Minuten. Oder habe ich da jetzt, bringe ich gerade was durcheinander? Egal. Das ist auch schön, dass ich die Abkürzung rückwärts wieder, also zurückgehe und dann den langen Weg außenrum, um dahin zu kommen, wo ich eigentlich hin will. Nö, auch sonst läuft es bei mir ganz gut. Also meistens ich durch die Prärie, aber passt schon. Gott. Wusste ich doch, da war was. Juhu. Pocket Dimension has been inflated. Super. Jetzt kriegen wir noch mehr Zeug mit. Davon haben wir genug, von dem anderen Zeug aber nicht. Okay. Mycelium. Natürlich können wir hier nichts erforschen. Das war jetzt aber
nicht so optimal. Das habe ich mir anders gedacht. Die hätten wir, die Dinger liegen oben. Komm, zum Abschluss starte ich wenigstens die Forschung noch. Das heißt, ich hole das Zeug da oben. Bring das da unten nochmal rein. Oder ich baue mir einfach oben dann Mamm direkt hin. Dann brauche ich nicht so weit rennen. Das ist ja auch schnell gemacht. Ich könnte überhaupt mal überlegen, meinen Hub vielleicht nach oben zu legen. Mal sehen. 25 waren das, glaube ich, ne? Aber ist ja egal, wir sind ja nah dran. Spezial-Mamm. Packen wir das Mamm dahin. Genau. Und dann sagen wir nochmal, Alien-Organismen, das Zeug, Schrauben brauchen wir noch 500. Das ist praktischerweise ein Stack. Zack. Dort. Holen wir uns das Teil. Dann können wir quasi in der nächsten Folge uns das dengeln. Steht ja eigentlich dran, was das kostet nachher. Nein, wir müssen es ja erst erforschen. Wir wissen es noch nicht. Egal. Das W zu treffen ist ein bisschen schwierig, oder? Da ist ein W. Dann rennen wir hier hoch. Springen hier rüber. Und dann haben wir auch eine gute Zeit erreicht. Wir gehen wieder nach oben. Es ist Nacht. Ha, herrlich. Stellen uns wieder hier oben hin. So. Ich sag mal, das war es für heute. Wenn es euch gefallen hat, dann lasst mal so ein Abo da. Glocke nicht vergessen. Und einen Daumen wäre großartig. Und damit macht es gut. Käffchen. Tschüss.